Hey, hey und hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag. Wann immer ihr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet, wenn es mal wieder heißt, das Brett im Check. Heute mit einer Sache, worauf ich mich richtig gefreut habe, und zwar Village, die Big Box. Erschien ursprünglich 2012 war es Kennerspiel des Jahres von Markus und Inka Brandt. Da werden jetzt einige von euch sagen, hey, warte mal, die kenne ich doch. Das sind doch die mit den Exit-Spielen. Ja, auch das. Aber Markus und Inka Brandt haben auch sehr, sehr gute Kennerspiele gemacht. Unter anderem Raja of the Ganges ist auch von denen. Und eben Village, was eben jetzt schon ein paar Jahre, über 10 Jahre auf dem Buckel hat, gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist. Es gab auch noch Expansions dazu. Es gab noch die In-Expansion mit Gasthäusern und Bier als neue Ressource. Es gab noch die Expansion mit dem Port, also mit dem Reisen, mit Wasser. Und jetzt hier in der Big Box gibt es auch eine dritte Expansion, nämlich die Hochzeits-Expansion, die auch noch neue Ressourcen mit sich bringt in Form von Brot und Tools, also Handwerksgegenstände. Ich muss immer so ein bisschen gucken, weil ich habe jetzt hier eine Pre-Production-Copy in Englisch allerdings auch noch. Deshalb seht es mir nach, wenn ich mit den Worten oder den Begrifflichkeiten so ein bisschen hin und her springe. Weil wir haben logischerweise dann auch nur die englische Version gespielt. Das kommt jetzt aber bei Eggert-Spiele in dem Sinne dann, also bei Asmodee, auf Deutsch raus. Geplant ist es laut Asmodee Ende zweites Quartal, also vermutlich so Richtung Juni, Juli. Vielleicht wird es dann auch auf der Berlin-Con dabei sein als Neuheit. Also ich gehe fast davon aus. Und es hat sich ein bisschen was geändert. Es ist eine neue Expansion dabei, aber was sich vor allem auch geändert hat, ist die Illustration, die ganze Optik von dem Spiel. Das alte Spiel hat Dennis Lohausen gemacht, ist ein bekannter Illustrator in unserer Brettspielbranche. Das hier ist jetzt von neuen Illustratoren, mit denen Plan B öfters zusammenarbeitet. Das ist unter anderem nämlich, sind die, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, wir schauen einfach in die Anleitung rein, dann zeige ich euch gleich auch ein bisschen mehr davon. Das sind Namen, die ich mir nicht merken kann. Ihr wisst, ich kann mir schon Namen nicht merken von Leuten, die ich gut kenne. Wie soll ich das dann schaffen von Leuten, die ich nicht gut kenne? Aber ihr werdet sehen, die Grafiken, die werden euch mit Sicherheit bekannt vorkommen. Und die Illustrationen sind Jackie Davis und Chris Williams. Die kennt man unter anderem daher, dass die eben auch sowas wie Alma Mater oder Coimbra illustriert haben oder auch an Azul mitgearbeitet haben. Teilweise aber auch an Viticulture. Also gerade die Jackie Davis hat da sehr viel auch für Stonemaier Games schon gemacht, und die Illus, die haben im Vorfeld für sehr viel Diskussion gesorgt, dass sehr viele Leute sagen, oh, gefällt mir gar nicht. Vorweg, Spoiler, ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich mochte den alten Dennis Lohausen-Stil, aber ich mag vor allen Dingen den neuen Stil, weil das ist für mich nochmal näher am Mittelalter dran. Wir haben es jetzt am Wochenende gespielt. Ich möchte euch hier ein bisschen meinen Ersteindruck schildern und euch aber auch ein bisschen den Inhalt zeigen. Dafür switchen wir einfach mal auf die andere Kamera, switchen mich mal hier hin, guten Tag. So, und wir gucken einfach mal, was hier drin ist, damit ihr da auch mal einen kleinen Überblick habt. Hier haben wir das Spielbrett, das ist auch ganz schön gelöst. Das hat zwei Seiten. Auch hier gehen natürlich die Geschmäcker wahrscheinlich sehr schnell auseinander, wie gut oder schlecht man das findet im Vergleich. Das hier ist die Version fürs Grundspiel. Sieht man eben daran, dass wir hier oben diesen Reisebereich haben. Wenn wir es direkt mit der Port-Expansion spielen, dann sehen wir eben, hier oben haben wir dann das Wasser direkt drauf. Die Tavernen zum Beispiel, die müssen wir dazulegen. Da wird jetzt nichts wie beim Grundspiel abgedeckt, sondern da kommt einfach hier das Teil dazu. Hier sind die Aktionseinsatzfelder, wie das ganze Spiel gleich funktioniert, erkläre ich gleich auch nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Hier kommen die Karten der Gäste hin, die wir akquirieren können. Hier können wir Bier uns holen. Und hier haben wir dann das neue Tableau für die Heiratserweiterung. Hier setzen wir auch unsere heiratswilligen Familienmitglieder hin. Und es ist jetzt ein Würfel dabei, der dann auch bestimmt heiratet. Heiraten wir andere Mitspieler oder kommt vielleicht unter Umständen dann auch nochmal ein Neutraler dazwischen. Dann kommen wir hier hin und können entweder übernehmen wir dann eine Bäckerei oder eben so eine Werkstatt, wo wir Tools herstellen. Und dann geht es in der nächsten Runde, dass wir uns zur Ruhe setzen und dann Kinder kriegen. Das ist eigentlich ganz schön. Was auch, glaube ich, für viele von euch ganz spannend sein könnte, es gibt jetzt auch einen Solo-Modus hier in dem Spiel. Wird über diese Scheibe hier simuliert, kann ich euch leider nicht mehr zu sagen, weil ich halt einfach kein Solo-Spieler bin, wie ihr wisst. Hier haben wir nochmal die Sachen für die Port-Erweiterung, die Schiffe.
Die haben wir jetzt bisher noch nicht gespielt. Wir haben es jetzt mit Leuten gespielt, die das Spiel noch gar nicht kannten, und haben dann erstmal nur die In-Erweiterung und die ganz neue Erweiterung reingenommen. Hier seht ihr, das finde ich sehr, sehr schön, schöne Dual-Layer-Boards. Hier tragen wir die Zeit ab. Zeit ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Ressource in dem Spiel. Und die in den entsprechenden Farben, die finde ich wirklich sehr, sehr cool. Den Beutel, hier werden die Cubes rausgezogen, die ja auch eine Relevanz haben. Wie gesagt, ich erzähle euch gleich, wo wir was machen. Und dann haben wir hier, auch diese Karten sind natürlich wichtig und relevant. Je nach Spieleranzahl geben die immer an, was, wo, auf welche Gebäude gesetzt wird. Und wenn ich es jetzt finden würde, dann genau, hier haben wir auch noch die Karten. Genau, die Porterweiterung hatten wir jetzt noch nicht drin. Aber hier haben wir jetzt mal die Karten von den Leuten, die in der Gaststätte unterwegs sind. Wie gesagt, wer Alma Mater und Coimbra kennt, wird sich hier grafisch sehr, sehr schnell wiederfinden. Und ja, das ist mit Sicherheit etwas, was polarisieren wird. Hat man ja schon gelesen. Aber ja, kommen wir aber einfach mal dazu, was machen wir eigentlich bei Village, und danach sage ich euch, wie uns auch hier die neue Ausgabe gefallen hat. Village ist im Grunde genommen ein Worker-Placement-Spiel. Apropos Worker Placement, vielen Dank an die wunderbare Brettballett-Gruppe, die mich dafür inspiriert hat. Wenn euch der Kanal gefällt und ihr mich unterstützen wollt und euch das Ganze gefällt, dann lasst gern euren Worker auf den Abo-Button zurück, und ich freue mich über ein Abo. Fand ich sehr charmant. Genau, eigentlich ein Worker-Placement-Spiel. So, wir haben verschiedenste Orte, die wir besuchen können, und der große Hintergrund ist, dass wir hier ein mittelalterliches Dorf haben und jeder von uns ist quasi kontrolliert seine eigene Familie. Das ist ja der Hof der Familie. Da haben wir am Anfang Worker der Generation 1. Die Worker haben Zahlen von 1 bis 4. Am Anfang haben wir die erste Generation, und diese senden wir quasi ins Dorf, um halt ja Einfluss auf die Geschichte des Dorfes zu nehmen. Aber eben auch arbeiten zu gehen, auf den Markt zu gehen, Dinge zu verkaufen. Und das können wir in verschiedensten Bereichen machen. Unsere Familienmitglieder, sprich Worker, können in die Politik gehen, indem wir sie ins Rathaus setzen. Wir können aber auch einfach nur Handwerker werden. Was heißt einfach nur? Das ist sehr wichtig und bringt auch viele Punkte. Dadurch können wir halt günstiger nachher einkaufen. Und immer wenn wir unsere Worker einsetzen, dann kostet das unter anderem auch meistens Zeiteinheiten. Und diese Zeiteinheiten symbolisieren die Zeit, die in diesem Dorf rumgeht. Denn wenn wir einfach auf unserem Feld, das ist halt hier oben, wenn wir da einmal rum sind, dann muss einer unserer Worker sterben. Das ist dann der Zahn der Zeit, der an ihm oder an ihr nagt. Und dann müssen wir einen Worker mit der niedrigsten Zahl, die wir draußen haben, der stirbt dann oder die. Und wenn dieser Worker dann auf einem besonderen Platz war, eine besondere Aufgabe im Dorf übernommen hat, dann kommen die hier in die Chronik rein. Und diese Chronik ist auch sehr wichtig, denn das bedeutet halt, dass dieser Worker, der gestorben ist, ein ganz besonderer war in dieser Stadt. Die Plätze sind auch limitiert, auch je nach Spieleranzahl. Hier seht ihr das. Und das gibt dann am Ende Siegpunkte. Wenn die alle voll sind, dann kommt er in den normalen Friedhof und es gibt keine Punkte mehr. Und das Spiel ist auch zu Ende, entweder je nach Spielerzahl, wenn das Buch voll ist oder der Friedhof voll ist. Das heißt, wir wollen also schon gucken, dass die hier reinkommen. Jetzt kann man aber sagen, naja gut, easy, dann lasse ich die alle schnell sterben, versucht durchzurushen und gut, ist auch nicht ganz so einfach, denn wir wollen diese Worker in diesen Positionen, eigentlich gerade in wichtigen Positionen, behalten, denn in dem Moment, wo die halt versterben, haben wir halt das Problem, dass dieser Spot frei wird und ich am Ende dafür keine Siegpunkte bekomme. Was bringt mir also ein Worker, der vielleicht in der Kirche einen hohen Einfluss hat und dann schön voranschreitet, aber dann stirbt er in der vorletzten Runde und ich kriege gar keine Siegpunkte dafür. Möchte ich eigentlich auch nicht. Das heißt, ich muss immer versuchen, eine ganz gute Balance zu halten. Und was ein sehr, sehr cooler Mechanismus ist, wir haben hier diesen Beutel und in diesem Beutel haben wir halt solche Cubes. Und je nach Spieleranzahl, das sind halt Einfluss-Cubes, die stehen für gewisse Sachen wie Wissen oder Glaube. Und je nach einer nach Spieleranzahl werden auf jeden Spot im Dorf eine gewisse Anzahl von Cubes gelegt. Und wir triggern die Aktion dieses Ortes, um dann zum Beispiel mit dem Worker zu interagieren, indem wir dann so ein Cube wegnehmen. Sprich, wir haben also nicht in klassischer Worker-Placement-Manier so einen Mechanismus, dass wir sagen, okay, ich gehe da mit meinem Worker hin und dann ist es voll. Nee, wir haben das Cubes drauf. Es gibt auch Orte, wie zum Beispiel das Handwerk. Da gibt es halt, wenn man zu viert spielt, 7 Cubes. Also kann man da 7 Aktionen machen.
man ist also davon abhängig, wie oft man das machen kann. Und da muss man trotzdem auch gucken, weil wenn das leer ist, ist es leer. Es gibt zwar ganz wenige Möglichkeiten, wie man die Orte dann doch noch nutzen kann, aber das ist teuer. Und das ist ein ganz, ganz spannender Mechanismus, der aber auch sehr gut funktioniert. Denn wir wollen auch diese Cubes unter Umständen haben, weil es gewisse Sachen gibt, womit wir die bezahlen können. Weil in der Mitte sind braune Cubes, die zum Beispiel für Glaube stehen, ist es halt relevant. Damit können wir halt in der Kirche günstiger bezahlen. Da müssen wir keine Zeiteinheiten abgeben. Wir wissen, Zeit ist wertvoll, sondern können halt einfach so ein Fake Cube abgeben. Oder wir können halt bei gewissen Handwerksachen können wir halt Cubes abgeben statt Zeiteinheiten, beziehungsweise oder weniger Zeiteinheiten. Also haben wir auch ein Interesse, da dran zu kommen. Und das Ganze machen wir dann im Endeffekt eben, bis diese Chroniken voll sind. Mit der Innenerweiterung, der Gasthauserweiterung kommt also auch noch ein Gasthaus rein, wo wir halt noch Karten kaufen können, Bewohner, die uns Soforteffekte oder Effekte fürs Ziel oder fürs Endziel geben. Wir können unsere Familienmitglieder auf Reise durch die Lande schicken, worüber sie dann wiederum auch über so Mehrheiten immer mehr Siegpunkte sammeln können. Mit der Porterweiterung schicken wir sie auf hoher See. Und wir haben jetzt hier auch eben erstmalig die Erweiterung dabei, wo man heiraten kann. Ich finde, das bringt nochmal einen schönen Grad an Interaktion rein, denn das ist hier auch ein neuer Spot, dass wir hier quasi diese Brautwerbenleiste oder Bräutigamwerbenleiste, wir setzen uns da drauf. Da gibt es sofort Boni, das geht von 6 bis 1. 6 ist man als letztes dran beim Heiraten quasi und 1 dann als erstes. Es wird immer geguckt, wenn geheiratet wird, auch je nach Spieleranzahl, dass halt die Familienmitglieder mit dem höchsten Einfluss zuerst verheiratet werden. Einfluss, wie gesagt, sind diese Zahlen hier unten. Also muss ich mir auch überlegen, will ich vielleicht diesen starken Sofortbonus haben, gehe aber das Risiko ein, nicht geheiratet zu werden, dann werde ich trotzdem mit so einem kleinen Bonus am Ende wieder weggeschickt und habe den Worker wieder. Oder sage ich, ich möchte heiraten, weil vor allen Dingen nur so komme ich halt an Tools und Brot rein, neue Ressourcen, die auch recht stark sind. Wir können nämlich jetzt mit den Tools beispielsweise, können wir auch von Markt und Sachen vergünstigt einkaufen. Und vor allen Dingen das Brot ist sehr, sehr stark, denn das Brot sorgt dafür, dass wir unsere Familienmitglieder besser ernähren können und die länger leben. Das heißt, wenn ich ein Brot habe und das unter einem Worker tue, dann zählt er automatisch als ein Worker eine Stufe höher. Also habe ich einen 1er Worker der ersten Generation, der quasi sterben würde, wenn ich jetzt irgendwie, wenn das mein letzter Worker der ersten Generation wäre. Wie gesagt, es müssen immer die niedrigsten sterben. Und ich habe aber ein Brot drunter, dann zählt er als zweite Generation. Und ich kann dann sagen, oh, okay, der hat gerade ein wichtiges Amt im Rathaus inne. Der überlebt und ich lasse jemand anderes aus der zweiten Generation sterben, der jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig irgendwo ist. Ist strategisch schon sehr wichtig und ändert auch noch mal einiges daran. Ja, und das machen wir halt. Es ist ein Hauen und Stechen. Wir versuchen uns weiterzuentwickeln. Wir versuchen halt kleine Engines aufzubauen, indem wir vielleicht gucken, wie können wir wo unsere Worker platzieren, in welchen Bereichen beim Handwerk, beim Markt, um da letztendlich gut zu partizipieren. Es gibt auf dem Board mit dem Heiraten, gibt es jetzt hier auch noch einen Schmuggler als zweite Aktion. Das ist auch ganz, ganz spannend. Das wirkt oft wie so eine kleine Verlegenheitsaktion, kann aber sehr, sehr spannend sein, denn zum einen können wir hier beim Schmuggler, können wir Brot und Tools verkaufen. Aber was richtig, richtig spannend ist, wir haben hier eine Funktion, es gibt die Marktleiste und beim Markt ist immer nur eine gewisse Anzahl an potenziellen Käufern stehen quasi am Markt. Und dahinter ist eine Schlange an Leuten, die erst nachkommen, wenn andere Leute bedient worden sind. Die können wir nicht vorher bedienen. Hier mit dem Schmuggler haben wir aber die Möglichkeit, dass er sagt, pst, hey, du, bring dich ans Ende der Schlange und du kannst den schon mal bedienen. Auch recht stark, weil einem das eine gewisse Art von Flexibilität gibt. Also viele kleine Schrauben, aber ich muss sagen, ich mag die neue Expansion, gerade weil sie halt eben über dieses Heiraten diese neuen Ressourcen reinbringt, als aber auch, dass wenn ich hier halt eben rausziehe im nächsten Jahr, weil dann setzen sich unsere Leute zur Ruhe. Das Ganze ist so ein bisschen abstrakt, aber in der Form, dass halt die Zeit sehr, sehr schnell rumgeht, von Generation zu Generation. Und wenn ein Jahr vorbei ist, quasi in Anführung oder eine Runde, dann ist quasi eine Generation vorbei, gefühlt so ein bisschen. Und die setzen sich dann zur Ruhe. Aber wenn sie sich zur Ruhe setzen, dann machen sie Kinder. Und so haben wir wiederum auch die Möglichkeit, neue Familienmitglieder zu bekommen. Weil wir eben am Anfang, je nach Spieleranzahl, noch nicht all unsere Miepel haben. Und vor allen Dingen nur Stufe 1 und wir kriegen so halt schneller neue. Und das war vorher, war das halt über einen Spot auf dem Board möglich, über den Family Spot. Hier ist das aber nochmal auch ganz, ganz spannend, weil uns das eben neben des Kinderkriegen auch noch andere Incentives gibt. Wie gesagt, mit diesen Ressourcen, Brot und Tools, und das ist schon sehr, sehr cool. Das mag ich. Wie gefällt mir das Ganze jetzt im Großen und Ganzen? Ich muss einfach zugeben, ich bin und war schon immer ein großer Fan von Village.
Ich finde, dass Markus und Inka Brandt tolle Spiele machen. Und so sehr ich die Exit-Spiele nicht mag, weil es ist nicht meine Art von Spiel, umso mehr bin ich wirklich aber auch ein großer Fan der anderen Spiele von den beiden. Ich mag auch Raja of the Ganges total gerne. Wie gesagt, Village ist ein Spiel, da hat mir damals schon die Grundversion total gut gefallen, auch mit den Expansions. Fantastisches Spiel. Und man bekommt es halt auch einfach gar nicht mehr so günstig. Also es ist out of print, gerade die Expansions, die sind noch mal teurer. Ich habe noch mal nachgeguckt, Grundspiel kriegt man halt so für 50, 70 Euro auf Amazon. Die Expansions liegen teilweise bei über 100 Euro. Und da muss man jetzt sagen, mit der Big Box, die wird so ungefähr bei 70 bis 80 Euro liegen, kriegt man halt das Grundspiel, die beiden ersten Expansions und die neue Expansion dabei. Und ich finde, das ist gemessen an dem Spielspaß, was hier drin steckt, auch ein sehr fairer Preis. Weil, wie gesagt, Village ist für mich ein fantastisches Spiel mit einer, mit dem tollen Kniff, mit einer tollen Interaktion für so einen Worker-Placer. Aber wie gesagt, auch die neue Expansion bringt, finde ich, ein bisschen Abwechslung rein. Gerade wenn man das Grundspiel oder die anderen Expansions schon viel gespielt hat, dann sorgt die jetzt schon noch für so ein bisschen Umdenken mit diesen neuen Ressourcen, gerade mit dem Brot, womit auch Leute oder meine Familienmitglieder älter werden. Das ist schon gar nicht ohne, im Gegenteil. Aber das macht Spaß, das ist großartig. Die neue Optik lässt sich drüber streiten. Wie gesagt, ich mag sie persönlich sehr gerne. Ich mag aber eben auch Coimbra, ich mag Alma Mater. Das ist halt für mich einfach nochmal näher an diesem historischen Mittelalter-Background. Klar, die Grafiken von Dennis Lohhausen, der macht auch schöne Sachen, ist alles ein bisschen mehr comicartiger und wirkt wie so ein Asterix und Obelix-Comic. Und das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint, um Himmels Willen. Ich fand das alte Village auch schön. Es ist hier einfach anders und das mag ich aber, weil es gibt mir einfach das Gefühl, hier diese Big Box fühlt sich ein bisschen wie was Neues an mit neuem Design. Ich mag es prinzipiell eigentlich auch immer, wenn alte Spiele in einem neuen Design oder mit einer neuen Grafik umgewandelt werden, weil ich finde, es fühlt sich dann einfach neuer an, auch wenn da ein altes Spiel dahinter steckt. Aber es muss nichts Schlechtes sein. Am Ende bleibt es aber dabei zu sagen, ob ihr die Grafik jetzt mögt oder nicht, das Spiel, das da drin steckt, ist großartig. Das ist mit Sicherheit eins meiner Top 20 Spiele. In meiner letzten Top 20 habe ich sträflicherweise sogar vergessen. Das fiel mir aber auch erst später auf. Ich werde da auch mal mit Sicherheit die nächste Zeit mal wieder ein Update mal machen. Meine Top 20 Spiele aus heutiger Sicht. Und Village ist da, glaube ich, also nicht glaube ich, ist da definitiv dabei, weil, wie gesagt, ich mag einfach dieses Worker-Placement mit Hauen und Stechen, aber eben auch mit diesem Mechanismus, dass meine Aktion Zeit kostet und Leute bei mir versterben können und ich dann genau überlegen muss, eigentlich will ich die Aktion machen, aber da würde genau der versterben und das will ich nicht. Wie schaffe ich es jetzt irgendwie, das Ganze noch rauszuzögern und einen Weg zu finden, dass ich das hinkriege? Das kann schon ganz schön grübellastig sein. Aber wie gesagt, ich finde es mega, mega gut. Ende Q2 soll es auch auf Deutsch rauskommen. Es lohnt sich aus meiner Sicht vollkommen. Und wenn ihr es nicht habt, schaut es euch unbedingt mal an, weil es ist ein fantastisches Spiel. Meine Empfehlung, Village, die Big Box. Habt ihr das alte gespielt? Seid ihr Fraktion pro oder gegen das neue Design? Wie seht ihr das? Was haltet ihr prinzipiell von Village? Oder sagt, ach gut, dass es jetzt nochmal kommt, das steht eh auf meiner To-Playliste. Man kriegt es aber nicht mehr für einen vernünftigen Preis. Freue mich da auf euer Feedback. Lasst gerne einen Kommentar da und sagt mir, was ihr davon haltet. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis bald, danke und tschüss.